reingehen. Wir sind direkt da. Jetzt klappt auch unser Mischpult auch sofort. Also. Dicke Sorry dafür. Ihr habt jetzt 3 Minuten kurz ein Gap. Ihr werdet das Gap auch mitbekommen. Dicke Sorry. Du schreibst es kurz, wunderbar. Wir sind also jetzt da. Wir müssen auch gerade organisatorisch ein bisschen was machen, da wir in vielen Cups gerade drin sind. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, Team Skittles by Ray. Und zwar ist das Royal Army Germany. Nee. Ich meine schon, gelesen zu haben. Deswegen. Ja, aber egal, Team Skittles by Ray gegen Taube eSport. Das wird auf jeden Fall auch stark. Wir sind hier im Cover Me Up Cup bei GBB Gaming TV. Und zwar in der Folgerunde und sind doch mal gespannt, was hier passiert. Da ist noch einiges offen. Bene ist schon fleißig am Einladen. Ja, gucken wir doch einfach mal. So, und ich muss das hier, wie gesagt, leider hier noch was gucken und muss auch noch kurz was eintragen, was organisatorisches. Bene ist, sobald er eingeladen hat, die Leute wahrscheinlich am Start. Ja. Ja, wir haben ja heute schon ein Match gesehen. Das ging ja dann, ne? War heftig, ne? Das war schnell. Schnell und heftig. Das ist korrekt. So, jetzt muss ich nur kurz noch nach dem Namen gucken hier. Aber so ist es. So, du bist auch noch kurz am Einladen, ne? Ich mache mal ganz kurz hier die nächste Spielerliste in der Adventscup. Da muss ich mich nämlich kurz drum kümmern. Und dass der hier noch läuft. So. Da haben wir das nämlich auch gemacht. Sehr gut. Bene, sehr, sehr gut. Das hast du richtig gut gemacht. Halt die Schnauze. Immer so gemein, der Bene zu mir. Ich bin so nett die ganze Zeit zu dem. Ich gebe dem Getränke und alles drum und dran. Und das Einzige, was er dazu sagt, ist... Halt die Schnauze. Danke. So. Du hast auch alles erledigt. Da-da-da-da. Bene Schmene. Ja. Viel so. Organisation gerade, ne? Also ja, das ist krass, wenn so viele Cups gleichzeitig sind, wir selber am Casten sind und dann muss überall fragen und bam, bam, bam. Bei dem PC-Cup ist halt einfach so, dass da ja aktuell so ein bisschen Probleme herrschen, Rainbow Six Siege-seitig, und dann hat man dann ja, mit den Teams gesprochen und geguckt und hin und her, und jetzt ist halt manchmal nicht ganz so einfach, wenn man 64 Teams, insgesamt acht Spieler manchmal da unter einen Hut. Das ist ganz richtig, wir haben den Internet Cup auch noch, und da sind auch nochmal 28 Teams drin. Ja, also das ist manchmal ein bisschen Phil, aber gut, so ist es halt nun mal, Freunde. Heftig, heftig. Aber. So. So, wir gucken aber mal. Wir haben jetzt hier Taube eSport, Freunde. Da kommen auch schon die ersten Leute rein, sehe ich. Ich fange schon mal an, mal wieder die Teams einzustellen. So, haben wir hier ein Maps. Stats ziehen. Oh Gott, wie kann man sich so einen Namen geben? Oh, das geht doch eigentlich. Der ist 0815, sage ich dir. Der ist 0815. Der Typ als auch der Name. Ja, RIP. Direkt gehatet, Alter. Heute ziehst du es durch, ne? Ja. Okay. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf Chips. Ich habe mit dem schon rangespielt, das ist eigentlich voll gut. Ja, gut, er nennt sich selber so, da kann ich jetzt wieder nichts für, ne? Kann ich machen, nix. Ja, jetzt tue ich schon irgendeine Scheiße an. Alles gut. Hast du auch schon das andere Team eingeladen? Ja. Geil. Natürlich. Aber die wollen nicht rein, hä? Huh? Haben sich gedacht, da will ich jetzt nicht rein. So mache ich das jetzt nicht mit. So, Taube, wir spielen Bank Border Coastline. Bank Border Coastline.
das wiederum gefällt mir. So, habe ich jetzt hier, wir sind jetzt Freunde. Ja. Na, herzlich, du hältst die Schnauze jetzt endlich. Bene ist gut drauf. So, ab hier zu S. S, S, Sahne, 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 Sahne. Ente, 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 ganz. So, und dann natürlich auf Offline gestellt, ja, RIP doch mein Leben, das hasse ich ja so. Warum? Ja, ne, gerade wenn es um Cups geht, also. Ja, als hätte ich hier Lust, die ganzen Dudes einzuladen, Alter, per Hand einfach den Namen da rein, die haben sonst nichts zu tun, oder was? So, Infis raus, also meinen. Bank Coastline, ne, Bank Border Consulate. Team Skittles bei Ray vs. Taube Esports, zweite Runde, GBW Gaming. TV Cup, also Cover Me Up Cup. Powered by Game Catering und dem German Community Cup als Sponsoren hier mit drin, GameX und die Jungs und Mädels von. E-Bad. Danke dafür, dass du das jetzt gemacht hast. Ich hätte es nämlich jetzt nicht gewusst. Bitteschön. Du hast mich so fragend angeguckt und dann dachte ich mir, ich helfe dir. Schön. Ich mag's. So, dann fehlt jetzt hier auf der Seite noch der Gaia Maya, SQ-Gaia, wenn du willst. Wie? SQ. S. Siegfried unterstrich Gaia. So könnte es. Den kennst du sogar auswendig, den Namen. Ich weiß nicht, heißt das so, stimmt. Ja, gut, aber. So, da haben wir doch schon mal zumindest. Nee. Komplett. Nee. Leider nein, leider gar nicht. Komplett einmal verrutscht hier auf der Tastatur. Komplett einmal falsch geschrieben. Da haben wir doch zumindest auch schon mal jemanden aus dem anderen Team drin. Das heißt, jetzt geht es los. Jetzt fliegen sie aber rein hier. Ah, das wird gut. Best of three. Mal Best sehen, ob wir. Ja, mal sehen, ob wir auch drei Runden sehen. Wir haben heute schon mal drei Runden gesehen. Ja, ja, das haben wir kurz gesehen. Machst du ein bisschen Musik an? Ich kann die sofort anmachen. Die waren ein bisschen kurz. Ach, Luki, Luki spielt auch mit hier. Guck mal. Der Saftbeutel. Die waren ein bisschen kurz. Ich habe mal Musik angemacht. Bisschen leise im Hintergrund, hoffe ich. Ja, das sieht nach leise im Hintergrund aus. Der ist also auf der Seite. Dann stimmt das wohl mit deinem Gaia. So. 4-2-0. Ja, cool. Somit habe ich im Grunde, wenn wirklich Gaia spielt, alle Spieler. Gaia spielt. Gut. Gaia ist auch schon da. Also wollen wir reingehen und wollen wieder nicht die Aufstellung machen. Ja, das nervt mich. Ja, machen wir so. Also kannst du nichts für, aber es nervt mich. Ja, kein Problem, machen wir so. Also, Ladies and Gentlemen. Ich sagte nur zu Gentlemen, ich gehe rüber. Moin. Wir machen ich gehe nicht rüber. School, ja, kannst du das kurz, reden? Nee, genau. Ich kann dir maximal sagen, die Schnauze halten. Warte, die wollen bestimmt kurz miteinander schwätzen. Das kann ich auch verstehen. Hallo. Hallo, hallo. Hi Jungs. Ja, ja, mach ich schnell. Darum. Passt mal auf, wir haben wir würden gerne die Mannschaftsaufstellung machen. Das Problem daran ist, dass wir auf den Spielbildschirm dafür müssen, weil der Monitor fehlt. Der eine, und wenn ihr redet, dann hört man das im Stream und das will ich nicht. Also, kurz geil gesagt, wär, wenn ihr halt kurz doch mal die Fresse, echt. Aber prinzipiell haben wir euch alle lieb, aber wenn ihr kurz rausgeht, bis ihr einfach oben das Bene, dieses Ultrafighter Laber nicht mehr hört, dann könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Küsschen auf eure Nüsschen, ihr Mäuse, viel Spaß. Also so. Probieren wir das nochmal. Ja. Let's go. Ladies and Gentlemen. Gentlemen. Wir sind im Cover Me Up Cup, powered by GBB Gaming TV. Und Freunde der Sonne, wir haben hier Runde 2. Die Jungs von Skittles by Ray versus Taube Esports, aka Olga Esports. Und ich stelle euch die Jungs von Taube vor, und Andi wird euch dann die Jungs von Team Skittles by Ray vorstellen. Du müsstest oben noch die Seiten switchen, bitte. Das mache ich doch sofort. Und ich stelle euch dann mal die Jungs hier vor. Und zwar haben wir hier Spieler Nummer 1 bei Taube, ist der Shitty, der gute alte Lukas, Level 215, KD 1,5. Dann haben wir den Janis 0815,
ist schon Dia Level 297, KD1,2, da haben wir den R6S Destroyer. Ist Platin 2, 149er Level mit einer KD von 1,4. Dann haben wir den Chio, das ist der Leader, der Chef von der Sahnesoße hier. Platin 3, Level 207,09er KD. Und dann haben wir den Gaia, der Stratmaster, der Täubchen. KD 1,8, Freunde, bei einem Level von 220, Platin 2. Leck mich fett, das sieht schon mal gut aus. Aber, Andi, die Jungs von Team Skittles by Ray haben folgende Leute dabei. Warte mal ganz kurz. Du kannst es vielleicht gerade nochmal, mach du bitte das andere Team auch noch. Ist irgendwas noch an bei dir am Rechner zufällig? Kannst du unten mal gucken, dass Steam und sowas aus ist? Denn hier frisst uns gerade was komplett. Anscheinend die Bandbreite oder sonst was. Kann maximal nach dem Discord. Zum Beispiel. Ja, Entschuldigung, das muss ich kurz. Ups. Das muss ich hier kurz fixen sozusagen. Leg. Ey, es geht alles weiter. Also irgendwie die zweite Runde ist irgendwie heute mit Pech verfolgt. Eben kein Ton. Jetzt stabilisiert sich's. Jo. Okay. Dann lege ich jetzt los. Tut mir total leid. Das muss ich jetzt erstmal kurz vorher gucken, weil sonst bringt's nichts. Also, ich stelle euch die Jungs und Mädels vom Team Skittles by Ray vor. Da haben wir erstmal den Soap. Und zwar mit einem Level 243 und einer KD von 1,1. Dann Daniel King, Level 248, KD 1,4. SF 1304, Level 198, KD 1,1. SQ Stigma, Level 200, 1,0er KD. Und Luki Luki zum Schluss mit 254er Level und 1,3er KD. Super, es bleibt stabil, es freut mich. Ich weiß nicht, was das gerade war. Jetzt scheint es gut zu laufen. Das war vielleicht ein Fehler. Oh. So. So. Die Teams sind auch schon beide bereit. Sind sie? Ich würde sagen, let's get ready to Rainbow. Also ich gehe davon aus, dass die Partie ein bisschen anders laufen wird, wie die letzte. Die wir ja, also wir hatten eine kurze Runde eben. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ja. Das war so. Das war so, ne? Safe. Eigentlich würde ich jetzt auch erwarten, dass wir hier Ton haben, den wir auch nicht haben, ne? Ey, ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Es geht mir etwas. Ach so, ja, steck mal bitte deinen Kopfhörer wieder um. Ah, ich hab Ton. Anschreien direkt. Ja, werde ich nicht mehr tun. Aber ich habe mich gerade erschrocken. So passt's aber. Maverick ist auch raus. Ja, eben haben wir keine Bands gehabt. Jetzt haben wir wieder Bands. Jetzt haben wir Bands und wir haben nicht nur Bands, sondern wir haben auch das aktuelle ESL-Regelwerk. Bedeutet, wir spielen hier 12 Runden. Und Line ist nicht erlaubt, so wie die zweiten neuen Operators sind auch nicht erlaubt. So sieht's aus. Und deswegen fliegt auch Echo. Richtig. Maverick haben wir nicht mehr so häufig in Bands gesehen. Nee, aber auch nicht so häufig im Spiel. Genau. Komisch. Obwohl der dann meistens doch ganz coole Moves hat, halt. Ganz coole Löcher aufmacht. Vigil ist auch raus. Wir haben es jetzt gelernt, ne? Vigil. Du hast es gelernt. Ich hab's gelernt. Für dich ist es Virgil. Für mich ist das, was ich dann sage. Hast du recht. Weil ich bin einfach ein Wühler. Executor Lounge, CEO Office ist der erste Spot, Freunde. Wir haben die Täubchen aus dem Täubchental in der Attack. 6 Runden lang. Und die Jungs von Team Skittles by Ray in der Def. Jürgen Termite, Glass, Hibana, Sledge gegen Mute, Castle, Mira, Dog und den Jäger. Jäger? Der Jäger. Okay. Ich hoffe, euch da draußen, die Verbindung ist gut, das Bild ist scharf, es ruckelt nicht und sowas, dann und ist alles Soße gut. Schmeckt. Genau, weil wir haben ein bisschen was umgestellt. Guck mal hier. Oh, praktisch. Das Bild ein bisschen kleiner gemacht, so dass ihr dadurch besseren Datentransfer habt und es leichter habt. Wir sind nicht mehr ganz Full HD. Voll scheiße. 900p. Schon ganz gut.
Ja, war schon nicht ganz sicher. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und ist dann doch bei rechts geblieben. Attackers have located a bomb. Das muss genau auseruiert werden. Ja, das ist schon richtig. Oh, Kamera, da kommt's also hin. Nee, doch nicht. Da, nee, er weiß noch nicht. Da muss die jetzt ran, sagt er. Daniel King sagt, die muss da hin. Dann ist das so. Dann ist es so. So, wir gucken mal hier. Wie sieht denn hier die Stradivari aus? So, hier ist eine einsame Wand, die wird wahrscheinlich die Mirror schützen, beziehungsweise da kommt das Mirrorfenster rein. Hier ist komplett zu, das heißt, da will man eigentlich vermeiden, dass die reinkommen, die Jungs. Dann hat man hier den Hausmeisterräumchen zugekesselt. Da ist aber gar keine Wand verstärkt. Ich weiß nicht, ob das der Plan XY ist. Wir werden mal gucken, ob das eine gute Idee war. Wir gehen mal hier zum Glass, wir gehen mal zum Destroyer, zur alten Saftnase. Chio hängt schon hier oben am Entry und versucht, sich da oben einen wegzusnaggen. Schauen wir mal hier. Lecker, lecker. Am gucken, ob er da vielleicht irgendwo eine Vision kriegt. Wir schauen mal, Shitty hier auf der Ying unterwegs. Und dann haben wir noch den Gaia auf dem Sledge. Der hat jetzt genau das hier gesehen. Hat gesagt, ey Kameraden, die haben da nicht verstärkt. Das kannst du schon so machen. Die Frage ist, ob das funktioniert. Janis 0815 hier schon am Spot. Und gibt hier Prediction Shots rein mit der... Okay, was wird hier gesucht? Vielleicht eine Weltkrieg-Cam oder was? Da arbeiten sie auf jeden Fall rein, die Jungs. Von Taube Esports, aka Olga Esports. Reloading! Oh, reloading. Oh, jetzt sind sie hier am Spot. Jetzt wird wahrscheinlich Gaia spielt es da vom Fenster. Den könnten sie allerdings jetzt eigentlich da gut vor der Wand gebrauchen, weil da kann er mit seinem Hammer mehr mal dick da reinklopfen. Da kriegt er die Vision Entry Frag! Gaia! Gegen SF1304. Damit ist die Partie offiziell eröffnet, Freunde. Der erste Mitspieler hat virtuell sein Leben verloren. Oh, da gibt es hier schon Shots von Chio. Aber den kann er da nicht ziehen. Oh, Candelas sind dringend hier von Shitty. Und geplantet ist auch schon. Termite ist aber jetzt down. Sind die ganz schön flott unterwegs. Holen sie nochmal hoch, oder was? Shitty gegen Soap und Daniel King gegen Gaia, Freunde. 3 gegen 4 und die Jungs von Team Skittles bei Ray sind gut angefangen. Muss ich mich kümmern? Ja. So. Täubchen machen die Runde zu. Chio und Janis mit den Frags hier 1-0 Taube Esports. In den Regeln stehen 15 Minuten, ne? Meine ich, oder? Ja, aber wenn sie sagen, soll es gestartet werden, haben sie mich. Ja, ich kümmere mich kurz. Das ist hier das, ne? Ne, das ist auch. Ne, das scheint es zu sein. Ah ja, gut, dann ist eh egal, weil die haben da diesen Spieler ja drin, den sie spielen können. Hast du es auch schon geschrieben? Ne, das habe ich mit dem privat geschrieben. Wo bin ich da? Attackers recovered the bomb diffuser. Attackers must locate and defuse a bomb. So, aber so. Let's go, wir sind ja in der zweiten Runde. Ja, wie gesagt, wir sind ja Admins und das ist manchmal schwierig.
bomb has been located. So. Stigma muss los. Ja, alles korrekt. Stigma gönnt sich hier Janis, Freunde. Damit ist der Termite, der Hardbreacher raus. Ja, da ist halt der Gaia ist schon durch im Endeffekt und kämpft hier, Destroyer ist rausgenommen. Jetzt kriegen sie aber alle Feuer hier. Da wird noch einer aufgesammelt hinter der Wand. Jetzt müssten sie vielleicht mal gucken, dass sie da den Diffuser sich mal reinfahren oder vielleicht mal auf den Plant gehen. Oh, schön da, aber den kriegt er nicht genommen. Doch, jetzt Gaia und Shio, Doppelfrack hier. Schön, raus, Luki. 1-3 hier, jetzt wird schwierig für Gaia. Nee, die Runde geht an die Verteidiger, 1-1. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Ja, das habe ich, glaube ich, von Taube da in der Runde ein bisschen anders vorgestellt. Da waren sie zwar auf der einen Seite schön durch. Haben wir dann den Schärfer nicht bei sich gehabt, das hat der Kollege in der Garage gehabt, der kam nicht weit, der wurde dann geholt und dann hast du natürlich die Problematik, dass du anfangen musst und musst die fraggen. Und das haben sie dann in dem Moment nicht hinbekommen und dadurch haben sie die Runde auch abgegeben, weil dann die Zeit nicht gut wurde. Attackers recovered the diffuser. Attackers must locate and defuse a bomb. Das Ace nicht mit darf, doch? Was soll ich sagen? Mit dem. Ja, nicht mit dem, aber mit euch. Mit irgendjemandem vom Team. Ich weiß nicht, was das für ein Team ist. Das ist, wo der mitspielt. Wer?
Ace. Ja, dann halt nicht. Die wollen nicht gesprochen. Was mit den anderen? Okay. Ja, weil die gesagt haben, die haben uns das ja geschickt. Und dann haben gesagt, ja, dann müsst ihr, wenn es soweit ist, müsst ihr dann noch. So. Das Thema war noch durch. So, aber ich bin jetzt hier bei euch, ja. Wie gesagt, wir haben halt so, Gaia, schwingt hier den Hammer. Teppich muss. Der macht ja alles kaputt. Schwingt hier den Duden an. Was macht der denn da? Er macht ja alles kaputt. Troja und Janis hier bereits in der Lobby. Da kriegen sie jetzt vielleicht die Vision. Oh, Janis mit dem Killern kriegt Daniel und Luki Luki gegen Gaia oben. Kriegt er auch Doppelkill-Destroyer hier. 1-4. Und jetzt muss Stigma hier klatschen. Er muss klatschen. Das ist gefährlich, wenn man Feuer trinkt. Einen hat er sich schon geschnappt. 2-1 jetzt hier. Aber es ist auch wieder nicht geplantet. Also, der Diffuser liegt wieder im luftleeren Raum. Das ist gefährlich. Ich verstehe das nicht. Bevor die Runde rum ist. And now... We have a game. Ich krieg's ja jetzt so halb mit. Oh, Destroyer! Glück gehabt, vor Rundenende durfte ich's noch sagen. Aber da muss ich sagen, das taube E-Sport, ja, ein bisschen mit dem Entschärfer, dann gehen die ein bisschen sorglos um. Das Ding musst du dir eigentlich schnappen, wenn du eine gute Situation hast. Da musst du hingehen und musst das Ding planten. Und dann hast du den Druck ja wirklich. Und so kann der eigentliche letzte Mann kann ja weglaufen, theoretisch, ja. Warum spielt man Rainbow auf der PS4 oder Xbox? Das ist ein komischer Kommentar, du. Weil die Leute da Bock drauf haben, Digga. Was soll ich sagen? Ich habe zum Beispiel auch lieber einen Controller in der Hand wie Maus und Tastatur. Ah, nochmal ein bisschen weiter gucken. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Zwei, eins, aber die Runden sind eng. Also da muss man sagen. Die sind eng und da weiß ich nicht. Also die kommen zwar zum Ziel, die Jungs von Taube, aber so im Finalen durchgeknallt sieht es nicht aus. Das muss man so sagen. Schauen wir mal. Oh. Nervt. Ja, surprise, Digga. Oh, da kriegt er Vision. Na, den hat er nicht auf die Uhr bekommen, aber vielleicht kriegt hier Chili das Ding nochmal rum. Da ist er nämlich. Oh nö, Luki Luki mit dem Headshot hier gegen Chili, nimmt ihn hier raus. Ein Viertel HP noch, aber er hat ihn rausgenommen. Hat er gut gemacht. Oben wird wieder gearbeitet.
letzten Moment weggemoved. Ja, da ist kein Thatcher bei, ne? Da ist auch nichts, wo da irgendwie die Bandit Bomb located by attacker. Kannst da. Guck mal, wie sie stehen, Jungs. Wir gucken mal, wie sie stehen. Das ist hier spannend an. Ich schau das an, da. Sind sie beide da vorne dran, da an der Ecke. Und ich glaube, den haben sie da nicht gesehen. Wenn der jetzt da drüber steigt, dann gehen da Küsschen raus. Der Schlingel. Gaia jetzt gegen den King. Da ist die Welk. Da ist die Welk und wird gezogen von Yannis hier. Bei dem Versuch, wieder zurück in den Raum zu rotieren. Gaia immer noch oben am Arbeiten da. Chio kommt jetzt rum, das ist ganz wichtig, dass Chio da ist. Mal gucken. Ja, da kriegt er die Vision, dann nimmt er den Jäger raus. Lucky Lucky ist somit Geschichte. Aber im Gegenzug, Stigma gegen Destroyer, Freunde. Wieder 3-2, die fracken sich hier wieder runter. Auf den letzten Mann, so wie es aussieht. Oh, Stigma ist rausgenommen worden von Chio. Jetzt 1 gegen 3. Soap macht Chio klar. 2 gegen 1, Freunde. Jetzt ist er ein bisschen eingekesselt hier. Würde ich fast sagen. Haha. Ein Wortspiel. Und da wird jetzt geplantet. Jetzt machen wir es richtig. Und damit gewinnt Taube die Runde 3-1. So, 3-1, so ist das. So, locker CCTV wird angespielt, Freunde, 3-1 Täubchen hier. Aber auch hier muss ich sagen, dass die Runden knapp sind. Also ist jetzt nicht so, dass da Taube rollt. Also das... ja, also die rollen so 3-4 Schritte voran und bleiben dann immer wieder stark. Das ist wie so ein alter VW3-Motor. Der läuft nicht rund, die alte Muff. Ja, nee. Das Ding läuft noch nicht so rund. Das hat ordentlich PS, aber das kommt nicht aus dem Arsch, so ein bisschen. Ne? Jetzt so freue ich mich aber, dass ich auch mit am Start bin. Ich musste jetzt hier ein bisschen organisieren und leider gab es hier jetzt einen Freebin. Ja gut, aber das ist halt, wir haben gesagt in dem Stream, auch in der Auslosung, dass die Lineups so, vor Start so ist das, ja, da sein müssen. Wir haben auch E-Mails rumgeschickt mit diesen Informationen. Und wenn das dann halt nicht eingehalten werden kann, weil man das vielleicht nicht mitbekommen hat, ja, dann ist es aber schade? Einfach nicht unser Problem. Tut mir leid, aber leider sonst, ganz sonst genau könnte so jetzt jeder machen, was er will. So, und damit jetzt auf ein geiles Match. Aber ich sehe schon, ich freue mich schon, we have a game, haben wir eben schon sagen dürfen. Und 3-1, beide Teams gut dabei. Ja, die fragen sich auch gut runter. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt einer krass dominiert. Ich meine, klar, Taube für 3-1. Aber das hätte auch jederzeit anders ausgehen können. Ne? Wir gehen mal zu den Täubchen. Oh, Shitty hier. Ein pinkes Waffendesign. Ich meine, du kennst Shitty persönlich, ich auch. Ist das jetzt, ist das was, was womit der das Shitty identifiziert? Ja, auf jeden Fall. Shitty ist für mich pink. Okay. Oh, Shio kommt hier schon in die Garage. Going live. Gaia jetzt hier. Mit dem Blitz, den haben wir ja heute schon mal gesehen bei QB Try to Rush. Und was der damit angestellt hat, Alter. Freund, der war schon Next Level Shit. Also die bei uns mit dabei waren, die haben das ja gesehen. Das war heftig. Das war einfach nur richtig heftig, was da passiert ist. So, jetzt sehe ich auch den Chat endlich wieder. A bomb has been located. Jungs von Taube eSports hier sind da noch am Suchen den Weg. Stywater Fox. Das hat ganz viele Gründe, warum man kompetitive Shooter auf den Konsolen spielt. Gleichheit der Hardware. Oh.
Das war auch eine Gleichheit. Verdammt gutes Netzwerk, wo sich jemand anderes drum kümmert und nicht die eigenen Leute. Viel weniger Cheat-Probleme. Viel weniger Cheat-Probleme. Ah, es gibt noch viele Punkte. Aber ja, natürlich ist Maus und Tastatur anderes Spielverhalten. Aber Konsole hatte auf jeden Fall seine Berechtigung. Sagen, da hast du doch Leuchten sehen. Ja, Chio wird rausgepackt. Nee, ich bleib dabei, mir gefällt das Gameplay von Taube nicht, sorry. Und ich, das sind Freunde von mir, aber no. Destroyer jetzt mit dem Frag an Daniel King. Aber trotzdem, 4-2 jetzt. Also ich weiß, dass sie das besser können. Safe. Aber irgendwo ist dann auch der Wurm drin. Nee, der ist da rausgezogen, ja. Und jetzt ist es noch der Termite, der Janis. Und der wird auch rausgenommen von Soap mit der Pumpe hier von Cavera. So, Freunde, und damit würde ich sagen, sind die Damen und Herren von Team Skittles by Ray wieder da. 3-2. Das ist ganz cool. Weil es passt auch gut rein. Baust du da dann ein auf die Homepage? Mach ich. Gefällt mir ganz gut, würde ich oder sagen. Oder auf Facebook, das kann er ruhig machen. Ja, ich exportiere es dir, dann kannst du es machen. Oh, exportieren. Er hat portieren gesagt. Oh, er hat export gesagt. Oh! Entschuldigung. Jetzt hat er auch wieder wach an den Bildschirm zu Hause. Oh! What's poppin', man? Wir haben nämlich Samstag, 20 Uhr. Es ist Zeit für ein bisschen Unterhaltung. Ja, dann trink mal was und unterhalte uns. Es ist so köstlich. LVDP17, ja, also ich muss auch sagen, servus. Mir schmeckt das auch verdammt gut. Mir schmeckt es auch gut, aber ich trinke davon zu viel. Danke. Bitte. Das liegt vielleicht daran, dass wir irgendwie palettenweise das Zeug hergekarren. Ja. Aber ich habe gesehen, das war im Angebot, ne? Weiß bei Lidl. Ja, da habe ich es nicht geholt. Dann soll es ja noch mitmachen. Schnell. Heute. Ja, jetzt. Jetzt. Du Schwein. Ist 20 Uhr. 22 Uhr so. Fahr! Hol mehr Zeug! Du musst jetzt! Auf Stoff! Ja, 3-2, aber ich meine, ist doch eine schöne Sache. Das heißt, wir sind jetzt in Road Change gekommen. Stim. Nein, das ist ja nach neuen Regeln. Correct. Ah, das, da muss man sich erst dran gewöhnen. Hinterher, ich will alles. Hey, Doschenana. Das ist, eben noch den Cup gesehen, da wurde alles gewechselt. Ja, nee, also ich muss jetzt, ich fand den Vergleich eben von mir sehr passend mit dem alten Auto. Also mit dem Auto mit viel PS, aber was jemand am Steuer hat, der nicht damit umgehen kann. So, also das hört sich jetzt hart an. Wen bezeichnest du als das? Ja, der Team Taube. Oi, oi, oi. Also Team Wer Taube ruckelt ist, denn da gerade so hart daher? Team Taube ist ein Lamborghini, ja, und aktuell sitzt da ein Schwerbehinderter am Steuer. So. Nee, nein, das ist, ja, das ist vielleicht nicht der richtige. Nein, das war nicht der richtige Ausdruck. Wir machen's. Da sitzt einer alles. Ohne Führerschein am Steuer. Nee, auch das wäre ja falsch. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass das eine geile Truppe ist, mit extrem viel Potenzial. Aber die es nicht hinkriegen, das Auto auszufahren, was sie unterm Arsch haben. Jetzt hast du das schön ausgedrückt, weil so, alles andere sollten wir nicht sagen. Ja. So, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, also du hast eine geile Truppe mit extrem vielen Leuten, mit extrem vielen Fähigkeiten, die ganz stark sind. Aber du kriegst es halt noch nicht in der Kombination so aufs Parkett. Aber, ich muss auch sagen, ich kenne vom Team Skittles by Ray, unter anderem auch den Lucky Lucky, weil mit dem Dudley in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen öfter im Rang. Das ist auch ein guter. Das ist echt gut. Ja. Aber wir haben heute noch zusammen gezockt, fällt mir gerade ein. Und ja, wir sind auch bei PSN keine Freunde. Weil uns wir nicht sympathisch waren. Nein? Doch, hat Spaß. Ich dachte, du redest gerade hier Real Talk, hätte ja sein können. Wenn ich ihn nicht mögen würde, würde ich ihn nicht casten. Dann würde ich sagen, ihr könnt spielen, aber ohne den. Genau. Ich entscheide jetzt, wer bei euch hier. Verstehe nicht, was Taube da spielt, schreibt LVDP. Ja, ist ja 7-2. Der Bene versteht's auch nicht. Alles rein, Alter. Rein die Olga, sagst du. Chio jetzt gegen Stigma. Und
Destroyer gegen Lucky Lucky. Ja, jetzt schießen sie halt gut runter, muss man sagen. Jetzt diese 5 gegen 1 Situation. Das haben sie jetzt schon gut gemacht, aber ja, die Konstanz ist da einfach noch. Jetzt hier Vision. Gaia liegt. Gaia liegt. Doc hat noch 2 Spritzen. Die soll er sich vielleicht reindrücken. Boah, schön. Der Daniel King gönnt sich auch Chio. Ah ja, aber Janis sagt nein, Freunde. 4-2. Mm-hmm. So nicht, sagt er. So nicht. Nee, das ist richtig gut drauf. Abgefahren. Cool. Ich? Ja, Mann. Nee, ich bin da gar nicht so gut drauf. Ruhig abgefuckt. Okay. Von dir. Okay. Nee, von dir nicht. Bisschen schon. Bisschen von noch. Ja, nee, das war jetzt einfach viel Arbeit da jetzt. Ein bisschen abgepackt. Ich hasse das. Aber gut. So, Mute Jäger. Myra Smoke Pulse gegen Ash, Hibana, Dokkaebi, Finca und den Termite. Und dann schauen wir mal, Freunde. Das muss da hinsetzen. Aber am besten genau dahin und nirgendwo sonst. Schöner Vergleich. Schreibt hier gerade Jomti TV. Jomti, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, welcher Vergleich jetzt gemeint ist. Nicht der Human. Vermutlich nicht. So, der Roll Swap. Schauen wir mal. Skin ist bei Ray, die haben auf jeden Fall einen Plan. Die gehen nämlich zusammen und zwar schnell. Über die Lobby rein. Lucky Lucky ganz voran mit der Ash. Und jetzt wird hier reingehasselt. Da geht schon der Hopper auf. Vielleicht will man hier sofort einen Push machen. Das könnte funktionieren. Ich glaube nicht, dass. Die droppen da alle runter, Freunde. Hier geht's jetzt richtig los. Let's go, der Hase. Stick mal gegen Janis. Die werden überrollt jetzt. Destroyer. Oh, jetzt kriegen wir Feuer von allen Seiten. Steve und Lucky Lucky mit Frags. Da wird Taube überrannt, Freunde. Taube wird überrannt. Soap. Doppelfrag aus die Maus. Taube E-Sport wurde gerade richtig überrannt. 4-3? 4-3. Aber, oh, was, dass ich auch gerade beide gesnackt hat. Oh. Ja, so wollen wir das doch sehen. Bene, das ist doch genau das die ist Art genau und Weise, mein die Gameplay, du sehen darauf erstmal ein Beef Jerky. Willst du ein Kinderschokolade? Ja, danke. Ist jetzt aber nicht, legst die einfach nur zur Seite. Mist, ich frag dich jetzt doch wieder nicht mehr. Du nimmst jetzt alle weg. Nein! Don't fuck the fucker, boy. Executor, also ich kenne die Jungs von Taube wirklich alle. Der Luke. Und ich schönen weiß, guten Abend. Dass die jetzt safe in der Party kurz mal salzig geworden sind. Ja. Ein geiler Push. Gehört dazu. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Gehört dazu. Wir und 3. Das war ein saftiger Rape. Schneller Tipper bist du auch. Der tippselige Tipper. Weg, meiner. Schon abgebrochen. Ja, ich bin die ganze Zeit so nett zu dir und du, bam, ein Spur nach dem anderen. Weil du das brauchst. Ja. Brauchst Steuern in deinem Leben. Ich brauch dich. Brauchst du dir die Richtung vorgibt. Brauch Steuern in meinem Leben. Ja, das heißt, du verdienst viel Geld. Nee, ich brauch nicht keine Steuern. Das kann man so oder so sehen. Kann man wohl. Das kann man so oder so sehen. Das kann man so oder so sehen. Ja. Panda!
Moin, ist das das Finale? Nein, Cover Me Up Cup Finale ist erst im Januar. Genau, wir hatten 6. Januar, wir hatten heute, ne? Schon ein Finale, ne? Ja. Aber das war schnell rum. Das war... Da hat Silex mal kurz 5-0, 5-0, 5-0 gewonnen. Das war irgendwie schnell vorbei. 5-0, 5-0. Nach alten Regeln, deswegen 5-0. Aber, Alter, das war... Aber schön, dass du da bist. Ist auf jeden Fall sinnvoll hier. Hier macht es nämlich Spaß. Wir haben hier ein gutes Gameplay. Das auf jeden Fall. Und die geben sich halt auch richtig. Also 4-3 steht es gerade. Man hat es gerade gesehen. Oh, wir gehen mal 4-2 in Führung. Nee, dann machen wir halt mal einen Push. Und dann hauen wir euch mal alles mit die Ohren. Machen wir halt mal einen Push. Und Yomti reicht. Alles klar. Yomti ist angekommen. Wird gespeichert. Ja, jetzt bei passt. Mir nicht. Ich bin ein bisschen blöd. Das da soll es jetzt geben. Nicht sagen. Ja. Genau. Siehst du so Flecken an der Wand? Okay, er konnte nicht mehr. So, jetzt wird hier langsam aufgemacht, würde ich sagen. Bei einer Minute 30. Oh, guck mal. Oh. Bin ich den Neid. Doch. Oder nein? Aber es sind noch alle am Leben. Eine Minute 20. Das ist, das gibt gleich wieder richtig. Richtig. Hart. Lobbypush schreibt LVDP. Jo, da ist Luki Luki gefallen von Gaias Hand. Luki Luki Niobuki. Chio gönnt sich Stigma. Alter, was ist das denn für ein geiler Emote? Verladert. Was? Ich hab nur geguckt, von wem das ist. Das ist mal ein ganz geiler Emote. Alter. Merk schon. Wir brauchen auch mehr Emotes. Wann machst du uns den Partner endlich klar? Wenn die Zuschauer verstehen, dass wir uns gucken müssen. Achso. Dennis Daniel gegen Destroyer und Janis aber gegen SF1304, Freunde. 2-3 hier. Soap und der Daniel King am Stissel gegen die drei Täubchen. Bei 20 Sekunden Rest. Der Diffuser muss noch aufgesammelt werden. Das gibt hier zeittechnisch ein Problem, würde ich fast sagen. 12. Da wart schon muss einer. Halt rein, aber Shitty sagt. Und jetzt ist noch Soap am Start. Bei 7 Sekunden ohne Diffuser würde ich sagen, ist eher lost. Ja. Gaia gönnt sich auch den noch. 5-3 Täubchen. Aber langsam noch kein Matchball. Finden sie in die Spur, würde ich sagen. Noch kein Matchball. Das hast du richtig erkannt. Lies mal genau, was da steht. Nee, ich hab schon gelesen. Nee. Hast du gelesen, was da vorsteht? Ja. Was ist denn das für ein Dings? Ich guck mal. Ich gucke. Mhm. Das müsste hier sein. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Das war schon richtig da. Bombs located by attackers. Barbed wire installed. Boarded window. 10 seconds remaining. Cover me, reloading. 5 seconds left. Gucken wir hier rein. Dieses Aufbauen, ne? Eine rote drin, hier alles zu, also alles wieder. Nichts außergewöhnlich. Gucken wir mal oben. Sind sie mit 3 Mann, mit 4 Mann sogar. Und wollen den Spot hier halten, Mann. Also da wollen sie auf keinen Fall, dass da von oben gearbeitet werden kann. Und nur Destroyer bleibt hier on Spot. Okay, dann haben wir die Verteidigung uns angeguckt. Jetzt gehen wir mal in den Angriff, gucken mal, wie das aussieht. Und da muss man ja sagen, Team Skittles bei Ray ist auf jeden Fall flink unterwegs. Und das ist genau das, was ich ja so mag.
uns, Freunde. Ah, sie kommen aktuell. Janis ist wieder runter rotiert. Jetzt kommen sie aber hier schön an die Wand. Jetzt probieren sie es hier über die Seite und versuchen die oberen Spieler einfach außen vor zu lassen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Lucky guckt sich da oben nochmal um, will da nochmal rein. Vielen Dank, Panda. Das freut uns natürlich sehr, wenn wir dir einen Spaß machen können. Vielen Dank auch für dein Follow deswegen dafür. Thank you. You're welcome. Wird gemacht. Danke dir dafür. Mit welchen Axt folgst du uns denn schon alle? 300 Stück. Pabau. Wir haben 2600 Follower. Wahrscheinlich sind 2500 von dir. Oh, kriegt er den Hit nicht? Nö. Shitty sagt holt sich nein. Da eine Luki Luki. Ah, der war halt richtig glittig. Von den HP schon. Ah, Shitty jetzt auch. Ja, der Schärfer liegt auch da vorne drin. Shio schmeißt da auch schon die Minen hin. Destroyer gegen Stigma. Ach nee, es gibt... Okay, Shitty holt sich hier auch Shitty und Destroyer mit Frags. 1 gegen 4, das müsste jetzt mal entschärft werden. Das macht Shitty, das macht der Chio auch gerade. Oh, da kriegt er auch keinen Hedy. Nee. Somit kommen wir jetzt zum Mapball. Jawohl. Den haben wir denn. Ersten Mapball. Manda, Manda. I like big. Big button, I cannot lie. So ist es. So hat er das schon immer gesagt, der gute Herr. Ist das so? Mag ich gar nicht so. Aber gut. Jeder hat ja seine eigene Sahnesoße, um die er sich kümmert. Oder so. Ich war bei meinem Patenkind. Schöne Grüße dagelassen bei deinem Bruder. Hast du schon wieder vergessen? Der denkt die ganze Zeit, ich bin voll der Arsch. Der ist so süß, der Kleine, so. Ich hab ihn auf den Arm genommen. Dann hat er mich angelacht, weil ich ja aussehe wie mein Bruder quasi. Dann fremdelt er auch nie. Echt geil. Guck mich an. Direkt göttlich. Papa. Und da hab ich ihn so auf den Arm genommen. Dann hatte ich die Hand hier so auf seinem Bauch und hat er angefangen, die Hand so zu nehmen. Ab in den Mund und dann ging's los. Alles voll gesabbert. Geil. Hab ich mich gefreut, Mensch. Hat er mich mal richtig voll geschlossen, der kleine Löwe. Alles gut, ne? Ich lieb den. Könnt ihr ihn fressen. Ja, das wäre schade drum, aber kann man manchmal, ne? Ja. Einfach ein Lieblingsschatz. Das ist nur der heult nicht, wenn er bei mir ist. Der guckt ein bisschen schräg manchmal, aber jetzt hat mir heute Bart gezogen. So. Hat er meinem Bruder gesagt, ja, das macht er bei mir auch, aber alles gut. Geiler kleiner Kerl. Gehört dazu. Love it very much. Und trotzdem hast du die Grüße vergessen auszurichten. Nee, hab ich gemacht. Das ist nicht von dir. Ja. Hast du wahrscheinlich gemacht, du Schwein. Natürlich hab ich's gemacht. Das für eine Vorstellung von mir, als würde ich lügen. Hab ich noch nie, wenn ich noch nicht. Kann ich gar nicht. Wenn ich lüge, krieg ich eine lange Nase. Hannes, guck mal hier, guten Morgen! Sagt da Luki Luki zu den Janis. Geholt. Und so hat Shitty gemessert. Und so holt sich Chio. Wird jetzt aber von Destroyer... Erstmal hier gestoppt. Da ist der unten reingehasselt wie eine Kellerassel, ja, würde ich sagen. Da ist Team Skittles wieder voll dabei, ne? Das ist so ein Ding da, muss ich sagen, da wird die Sahne rausgeholt. Da ist dann Taube. Da waren sie kurz überrascht, so was passiert hier denn jetzt? Ja, ich meine, du kannst einmal überrannt werden, dann kann dir das schon passieren, aber beim zweiten Mal. Hat sich gesehen. Ah. Jetzt weiß er es aber. Die wollte er wohl da nicht hinwerfen, ne? Und dann da. Hauptsache weg. Ja, das ist eine blöde Situation. 2 gegen 4, 1,50. Du hast viel Zeit. Daniel King left the game. Das kannst du machen. Ist aber in dem Fall natürlich schwierig. Okay. Ich hab's auf Bank, Bruder. Du bist raus. Oh, zieht aber Lucky Lucky hier. 2 gegen 2. Dann wohl als Player. Warte schon. Na, die klärten noch nicht, der Karl kommt nicht. Dementsprechend kommt auch hier kein C4.
man wird es nicht wasten und die spielen es gut runter, die Jungs von Taube jetzt. Muss ich sagen, das machen sie jetzt sehr gut. Oh, ganz fieses Brett von Gaia gegen die Mann. Ja, und das holen sie schön! Aus einem 4-2 machen sie da den Win, machen sie den Rundwin, den Roundwin hier für Taube. Also hier Gaia und Destroyer haben da heftig reingehasselt jetzt gerade. Das haben sie gut gespielt, somit geht die erste Map 7-3 an Taube, Olga eSports. Taube hat raus. Hinten einfach doch nochmal aufgeholt. Genau, hat er nochmal einiges rausgepackt. Das heißt, wir machen ein kurzes Päuschen, ihr kriegt Musik auf die Ohren und unseren AFK-Bildschirm. Bis sofort, bis gleich. Bleibt dran, weil das ist nicht wie Werbung im Fernsehen, wo ihr jetzt irgendeinen Scheiß angezeigt bekommt. Ihr seht zwar nicht viel, ihr hört aber gute Musik und wir sind ja jede Minute wieder für euch da. Also bleibt dran. Be the name, and I'm setting hearts aflame when I'm bringing down these villages and freeing all the slaves. Wiz Khaleesi, have you bit my dragons? My brother tried to sell me to Khal Drogo, look what happened. A bit hot-headed with that molten golden crown. I stopped the Khalasar, so don't be messing with me.
me now. Look my lover in the eye, winter's coming, so am I. I burned the witch alive, who took my son and husband's lives. But I survived so frisky, now these dragons have my back. Suitors are so frisky, and they always try to mac. Zara, Zo, and Daxos had to lock him in a vault. Mend my way to Slaver's Bay, but it was not my fault. It was karmic retribution, there was no preparing them, and Crisis tried to mess with the wrong Targaryen. I smarted him like Tyrion when I knew how Valyrian. These creatures on my shoulders, well, I think you should be fearing them. You are now watching the throne. I got dragon blood, what you wanna do, son? We are back. Back in time. Ja. Ich muss ja mal ganz kurz zeigen, was wir da Schickes gemacht bekommen haben. Ihr könnt ja selber mal entscheiden. Ich blende auch extra nochmal zurück. Was sagt ihr dazu? Mal ohne, also wir werden euch dazu jetzt nicht irgendeine Meinung geben oder sowas. Legen wir los, oder? Map ist Border. Border mag ich. Border gefällt mir. Wir gehen direkt ins Spiel. Let's go. Willst du noch reingreifen ab und an? Nee, aktuell nicht. Danke. Ist sehr lieb von dir. Nächstes Mal revanchiere ich mich wieder. So, Blitz darf nicht mit. Schon gelesen. Aber es ändert nichts. Nee. Die E-Mail ging am Anfang raus, wurde in den Streams gesagt. Das ist es. So, Maverick und Echo wieder raus. Und Border ist so eine Map, kann ich dir sagen, die Täubchen gerne spielen. Aber jetzt oder war nicht. Hast du schon die Bar geändert? Es tut mir total leid, das habe ich bestimmt noch nicht gemacht. Vor lauter. Und jetzt reden wir von Taube 1 zu 0. Jetzt ist die Bar geändert. Sorry. Mein Fehler. Tetra, Termite, Jekyll, Ashed, IQ, Castle, Smoke, Mira, Legion und Jäger. Es gibt ein Sixpick von Gaia auf den Dock. Du kannst ja da auch nochmal rüber wechseln auf das andere Tab. Achso. Das kann ich wohl tun. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mal so weiß, wo man ran ist. Aber 3 Minuten Delay sind schon heftig, ne? Einfach. Ah, los geht der Spaß. Also, Border, Team Skittles bei Ray gegen Taube eSport. Taube aktuell nach Maps 1 zu 0 vorne on Best of 3. Das heißt, wenn sie die Map gewinnen, sind sie weiter. Wenn sie sie nicht gewinnen, dann sehen wir einen 3-Mapper. Und dann entscheidet sich, wer denn das Ding hier holt. Noch ist alles offen. Eine Map kann man mal verlieren. Ja, die ist halt so. Ja, keine Frage. Ich muss aber sagen, dass das hier die Home-Map von Taube ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich in der ESL ab und zu mal mit Taube schon gespielt habe. Und dass die Threats von Taube auf der Map kenne. Aber... Dann kannst du ja schon mal verraten. Das werde ich natürlich nicht tun. Die
Base werfen, da will ich nicht gehen. Gaia Entry Fracking Soap hier. Da steckt der Böse in der Wolke fest. Chio schießt sie da raus, weil er keine Muni mehr hatte. 2-4. Aber wir haben auch einen Dizzy. Beiseite, glaube ich. Da hat's den Kollegen 0815 Janis erwischt. Oh, da zieht er ihn raus. Da liegt er jetzt. Und das SF hat auch nur noch 20 HP oder was. Das wird jetzt eng. 3-1. Beziehungsweise der ist nochmal hoch. Ja, ist nochmal aufgestanden mit seiner Attacke. Aber die haben halt beide nichts, die sind lit. Janis ist wieder da. Ja, jetzt liegt da wieder der Termite und jetzt na, steht ihn hinten raus. 1-2, 18 Sekunden. Der Entschärfer ist auch nicht bei ihm. Also das wird nichts werden hier die Runde. Kommt rein. Ist da schon Shorts und wird rausgenommen, beziehungsweise durch die Legion Trap hier. Stirbt da weg. Ventilation Room Workshop. Hoppala, jetzt wäre fast vom Schuh gefallen. Protect your bombs from being defused by attackers. Ja, ich glaube, das wird. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Jungs von Team Secret by Ray auf der Map agieren. Also, wie gut sie da oder. Ja, wie sie da auf die Map stehen. Going up. 10 seconds left. Stay clear of ADS line of fire. 5 seconds to go. Attackers recovered the diffuser. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. ADS active in the center. Können
mal hier, wie sie es verteidigen. Also. Oh, die pushen sie wieder an. Die pushen sie wieder an und Soap ist schon drin. Da kriegt er die Vision. Zieht ihn raus, Freunde. Also die sind so schnell, was das angeht. Das ist ein Gameplay, das mag ich, Freunde. Die gehen da heftig schnell rein. 2,20 und die sind auf dem Bombenspot. Destroyer ist rausgenommen, Freunde. Ja, und jetzt haben sie halt, jetzt haben sie die Need. Oh mein Gott, leider nicht. Muss umrufen, kriegt er von oben die Shots von Chidi. Der hat ja eben noch gesehen, den oben, und hatten ihn ja noch befeuert. Ja. Und die sind jetzt eigentlich mitten in die Schüsse gelaufen. Gegen SF, Daniel King und Gaia fragen sich hier weg. 2 gegen 3. Gaia schon wieder da. Gaia, Triple. Daniel halt King nimmt ihn aber raus, Tio. Und dann ist es hier jetzt. Oh, der Claymore von Soap, ja, vorhin hingestellt. Gut. 1 gegen 1, der Diffuser ist ja geplantet. C4, Gaia jetzt Last Man Standing hier. Gegen Daniel King. Die Vision, oh, was ein Brett. Da haut er raus. Heftig. 1-1. Ja, wir haben wieder mal eine Runde. Am Anfang, sie sind gut reingekommen in den Raum. Haben auch dann schönen Entry gezogen gegen Destroyer. Und haben sie, wie gesagt, schön rausgezogen, kamen dann auch schön weiter tief in den Raum rein. Dann haben sie Frags kassiert und konnten aber dann schön refraggen und dann ist eine 1 gegen 1 Situation, der Plant war durch, dann hatte der, Kollege Need. Jetzt kommt erst wieder Durchfluss. Ich weiß nicht, was da heute ist der Wurm drin. Gerade ist alles weg, also alles, was du gerade sagst, jetzt dürften so langsam wieder Zeug durchgehen, aber das, was wir eben gesagt haben, ist wahrscheinlich gar nicht drauf. Mega viele ausgelassene Frames, also die werden gar nicht übertragen. Alles das, was wir gerade erzählen, wird wahrscheinlich gar nicht übertragen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, aber war das beim ersten Cast schon so oder kam es jetzt durch die Umstellung, die gemacht hat? Kann das daran liegen? Ne? Das ist jetzt ein Problem. Und hier siehst du auch rumruckeln. Bleibt leider dabei. Ist das eine Info? Ist das eine Info? Ja, können wir gleich machen. Ich will jetzt erstmal gucken, was das hier ist, weil das. Das bricht hier gerade. Ich kill jetzt mal hier alles, was ich habe. Guck mal bei dir den Stream. Ja. Hängt nämlich genauso. Mach den mal, Pause oder mach den mal aus oben. Dass wir mal alle. Alles aus der Leitung haben, noch reingeben. Jo. Ja, alles. Ja, aber ist doch komisch, Alter. Ja, ist auch komisch. Ah, das war jetzt rein Internet. Ja, und was ist jetzt warum? Ja, kannst dir leider nicht sagen, was das ist. Und dazu, okay, da, aber lass einfach die Runde rumgehen. So, ja, aber 1-1, also die geben sich hier. Volle Kante, ne? Sieht aber jetzt wieder ganz gut für Taube aus, diese Runde. Boah, da zieht er von hinten Lucky Lucky gegen Yannis. Ist aber auch alleine da und Destroyer macht die Runde zu.
Attackers need to locate and defuse bombs. Es war ja, ging nur darum, dass halt eine Abstimmung gemacht wurde. Es wurde offiziell nicht gesagt, okay, es ist verschoben. Das gab's ja nicht. Wäre aber auch egal gewesen, weil dadurch, dass sie eh ein Spiel rausgelöscht haben, wäre wenig spielfähig gewesen. Ja, er, wenn er da gewesen wäre, wären sie spielfähig gewesen, aber es ist nicht das Problem von uns. Nicht mehr, einer ist rausgelöscht worden. Ah, egal, ja gut, das ist ja auch unnötig. So. Ja, sorry, Freunde. Das ist, wie gesagt, gerade ein bisschen stressig, weil auch eine andere Runde auf dem PC läuft mit Teams und da gibt es halt einfach Probleme und das... knapp. So, aber zurück zum Spiel hier, Freunde. Und beide rein, raus, eine rein. Oh, guck mal da! Oh, da geht aggressiv hin, der Geier, aber kriegt leider den Shot nicht gesetzt. Kann zwar die Finger hier auf Half-Life runterschießen. Hilft natürlich schon mal, aber war wahrscheinlich nicht das, was er sich jetzt final gewünscht hat. Was, mal dahin. Was ein Schlingel. Ja, ist schon krass. Boys! SF gegen Yannis. Oh, da ist ein Finger raus von Destroyer. Genau in die Buh. Destroyer gegen Luki Luki. Schatz, und er weiß nicht von wo. Nee, und ich hab's auch rausgenommen. Ach, von wo ganz anders. Aber ich habe auch nicht gesehen, wo es herkam, ne? Und eben. Der Termite ist durchgerotiert. Der will jetzt gleich wieder rausrotieren, glaube ich. Aber 2 gegen 3, das ist auch wieder knapp. Ja, der Termite sitzt hier auf heißen Kohlen, aber der weiß auch ganz genau. Was man hört. Guck. Mit geplanten Shitty Hertz kommt rüber. Aber easy peasy. Ja, ansonsten wäre der nächste gekommen. Das. Und jetzt ist nur noch Daniel King. Alleine gegen 3. Und damit er schon. Ja, da hat er nicht ganz gesehen. Ich hätte 2 Seiten schon Feuer. Gio smoked da ab und schiebt. Oh, da kommt die nächste Smoke. Da muss er wieder weg. Ja, das macht Taube gerade gut. Da kommt die nächste Smoke. Er drückt ihn regelrecht unten. Irgendwo. In so ein Ding. Destroyer. Mach die Runde zu. Taube 3-1. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Yeah. Attackers have located a bomb. Walls fortified. Bomb located by attackers. Set bomb wild. Recover the defuser. Attacker's objective is to defuse the bomb.
Ja, Taube macht das halt hier. So wie ich es halt tatsächlich persönlich kenne von den Strats her. Ja, das ist übrigens der Paris Meta-Charm, den Chiwi drauf hat. Dabei. Ah, da sieht man mal. Schön. Den verlosen wir übrigens. Da könnt ihr noch teilnehmen. Ungefähr zwei Stunden. Er war ja aber auch da in Paris, ne? Das ist korrekt. Er war ja. Eine der wenigen, die ich kenne, die auch wirklich da waren, die den besitzen. Viele haben ja mitgebracht bekommen oder geschenkt bekommen, gekauft. Der ging viel über, durch eBay. Oder eBay wahrscheinlich eher schwierig, aber durch so Verkaufsplattformen. eBay akzeptiert ja nichts ab 18. Und selbst Ingame-Items, die nichts mit Gewalt zu tun haben, zählen ja dazu. Nicht gesetzt hier, Freunde. Gaia aber gegen SF und Janis gegen Soap. Ja, also die Täubchen, die machen da einen ganz guten Job aktuell und die Jungs von Skittles bei Ray kommen halt da aktuell nicht gut gegen an. Also die kriegen da die Frags nicht gesetzt, sie kriegen die Strat nicht eigentlich durchgespielt. Da ist der nächste Hit, da kommt der nächste Hit. Links, rechts, die Taube Jungs stehen gut und spielen es gut. Was sie eben auf der ersten Map teilweise noch nicht so gut hingekriegt haben, kriegen sie jetzt deutlich besser hin. Und da können sie jetzt durchstrahlen. Da ist er nämlich, der Kopf. Uiuiui, da muss er schnell nochmal weg da. Chio und Shitty gönnen sich hier die Jungs. Also da muss ich sagen, Team Taube macht jetzt hier ein Sahnebonbon. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. 4-1. Nach der Runde gehen wir in den Role Change. Und wenn jetzt Taube noch alles richtig macht, dann haben sie in jeder Angriffsrunde die Chance, die nächste Runde hier direkt zu erreichen. Ja, die Jungs müssen jetzt. Team Skittles bei Ray muss jetzt. Also wenn wir jetzt die Runde abgeben und dann den Role Change gehen, wird es so verdammt schwer. Und das ist ja eh schon. Dann sind sie ganz kurz vor Match bellen und dann ist ganz schnell. Ja, das brauchst du natürlich nicht. Ja, das brauchst du nicht. So, also wenn nicht jetzt, wann dann? Wir probieren es aber auch wieder auf dem schnellen Weg. Das gefällt mir ja, Chio, hier mit der Pumpe gegen Stigma. Ja, ich mag ja die schnellen Attacks. Ich mag da, wenn sie aggressiv drauf geht. Gaia gegen SF, aber sie kriegen einfach die Gunfights nicht gewonnen. Die Jungs von Taube machen einfach aktuell einen besseren Job. Oh ja, das sind sie auch wieder Frags. Ja, die Jungs schießen. Die Taube-Jungs schießen den Gegner langsam runter, Stück für Stück. Da kommt er jetzt raus. Lucky, Lucky. Aber Claymore regelt da gegen Chio. Trotzdem 2 gegen 4. Ja. Sie kommen da nicht ganz gut. Ganz klar mit. Das ist. Macht Taube gut, aber das ist auch Border. Das muss man halt sehen. Die Vision und er wird rausgenommen, Freunde, von Gaia hier. Und dann ist es nur noch Soap.
gegen 4. Und jetzt sieht es so aus, als würden wir hier nach der Runde, ob es dann hier Matchbälle hageln würde. Und das ist natürlich für die Jungs von Team Skittles bei Ray alles andere als eine gute Aussicht. Weil da kannst du dann natürlich nicht mehr viel machen. Das wird ganz, ganz, ganz schwierig jetzt. Er kommt da rum, den kann er noch rausziehen. Gaia mit ganz wenig Leben noch unterwegs gewesen. Ich glaube, das war den Jungs dann auch egal. 3 gegen 1, 52. Ich meine, er hat den Diffuser, er kann klatschen. Klar kann er klatschen. Aber es wird schwierig. Da hüpft er in den Hallway, kriegt dann da von Janis direkt den Headshot. Und damit steht es 1:5 für Taube eSports hier, Freunde. Ja, Matchbälle haben wir jetzt. Wir haben Matchbälle. Heftig. Nee, noch nicht. Das stimmt nicht. Ach, wir spielen bis 7. Genau. Dann haben wir noch keine Matchbälle. Aber es ist kurz davor. Das ist ja wieder 7. Hier, das zieht aber Taube. Ich krieg's leider nur halb mit. Es tut mir total leid hier gerade, aber hier muss gerade leider ein bisschen organisiert werden und das ist parallel recht schwierig. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das in Zukunft machen, wenn wir selber casten. Da müssten wir eigentlich da raus sein und irgendjemand anderes muss sich zu 100% verlässlich drum kümmern. Ja. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen dauern, bis man das so... nicht wahr? Aber es ist heftig. Also... Ne, eben, ja. das war noch eine Map, die war am Anfang auf Augenhöhe, nachher hat dann Tauber aufgedreht und ist. Sie spielen es halt hier relativ sauber, ja, sie machen da keine Spielrätsel. Das ist deren Map, wie du sagst, das merkt man auch einfach. Ja, ja. Also wenn die Jungs ESL spielen, ja, dann wollen die auf Border. Und ja, wenn die auf Border sind, da fühlen die sich wohl, die Jungs. Ja, da können die sich einlisten mit ihren Täubchen. Da sitzen die dann gut in ihren Spots. Das haben sie jetzt 5-mal bewiesen. Jetzt gehen sie in die Attack und auch hier kann ich dir versprechen, dass das eine gute Attack sein wird, weil ich weiß, wie sie sie aufbauen. Naja. Ja. Obwohl, sehen wir jetzt auch einfach mal, was Skittles bei Ray aus der Verteidigung macht. Keine Frage. Ja, aber allein hier, wenn wir uns die Drohnen angucken, vielleicht machen sie auch was ich nicht predikte, aber nee. Der Entry wird schon hier sein, wo wir jetzt hier gerade sind und da gehen sie auch schon los. Der Terminal wird in der Drohne sein, jetzt gleich in der Sekunde. Und dann geht's los. Ja, du kennst schon das Team richtig gut, man merkt schon. Ich spiele mit denen teilweise ESL, Jungs. Also ich weiß, wie die ticken. Und normal bin ich das dann heute. Muss ich dann über Drohne. Du bist die Drohne. Ja, weil ich dann weiß, ich kann ja wenigstens falsch machen. Naja. Du bist der Letzte. Oh, guck mal da, Stigma, da war. Wo ist Chio? Sehr gut. Da hat er aber hier komisch gedroht. Ne? So, da ist und tschüss, Drohne. Raus. Das passiert dann hier nicht, aber gut. Ja. Wenn du die Drohne bist, ne, du bist der Letzte, dann sagen die anderen auch, komm, lass dich einfach töten, ist gut, nächste Runde. Ja, die spielen mich teilweise. Du musst dir das so vorstellen, dass die mich manchmal vorschicken, um zu wissen, wo der Gegner ist. Damit ich erschossen werde, damit ich sehe, wo der Gegner ist. Ja, Operation gut. Menschliches Schutzschild. Ja, menschlicher noch Köder. Noch nicht mal Schutzschild. Köder ist es einfach. Die aber alles für den Win. Ne? So muss man das ja sehen. Und dann opfert man halt den vermeintlich schlechtesten Spieler. Ich sage extra vermeintlich, weil das natürlich... Ne, ist schon klar. Das ist schon richtig. Muss ja da auch realistisch sein, nicht wahr? So ist es. Ja, die Jungs sind schon gut. Spielen schon guten Rainbow. Aber leider nicht konstant genug. Das ist ein bisschen das Problem bei Taube eSports. Aber jetzt haben sie ja hier den Kollegen Janis dazugeholt. Ja, vielleicht. Und heute muss man ja auch sagen, ist Tiplitz nicht dabei. Ja, das ist ja auch noch ein guter Spieler, der da heute nicht mit im Lineup steht. Some Other Guy, der ist ja schon ein bisschen länger inaktiv aktuell. Ja, das ist schon eine gute Truppe, keine Frage. Vor allem müssen halt auch ein bisschen untereinander einfach Freunde. Das ist nicht einfach ein Clan, die wechseln sich Lieder, wechseln sich die Spieler so durch, sondern ja, das ist vielleicht sehr gut. Ganz nach dem Motto 5 Freunde. Jetzt kommt die Cavera hier rein, aber Janis und Chidi jeweils mit Headshots. Und dann sind es noch 3 gegen 4. Daniel King guckt noch ein bisschen rum. Ja, gegen Luki. Ah, das sieht einfach 2 gegen 4. Das sieht einfach immer noch gut aus für Taube. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Luft raus bei Team. Ah, safe.
bisschen Luft raus vielleicht auch bei Team Skittles, aber das ist immer schwierig zu sagen, also die erste Map waren sie halt am Anfang echt auf Augenhöhe, also haben sie beide gut gespielt. Skittles auch gut dabei, aber Taube hat dann halt aufgedreht. Ja, sie haben sich ein bisschen gefunden, würde ich sagen. Also wir hatten da so ein bisschen... Ja, oh Mann. Ich bin jetzt im Getrunken, warum man hüpft da einfach vor ihm weg, so völlig waste. Und zieht dann weg, ja, Gaia. Da dreht er sich dann nochmal um und sagt, Moment, da war da irgendwas. Ja, genau. Guck mal, jetzt kann er aber hier den Plant, die Nine oder die Defenders gewinnen hier auch die Runde. Ach, da war nämlich die Zeit ein bisschen 5. rum, da haben sie ein bisschen geschlafen, die Täubchen. Waren schon so sicher hier, aber gut. Ja, das ist natürlich... Das? Gut. Passiert, gehört dazu. Ist gechoked, kann passieren. Aber gut, somit ist ja noch ein bisschen spannender, nicht wahr? Nicht? Armory Lockers Archive. So ist es, so sieht es aus und so wird es auch immer sein. Geht's euch gut da draußen? Von euch kriegt man nicht so viel mit. Das ist okay, ihr genießt das Spiel. Aber ihr dürft natürlich auch gerne was schreiben. Aber ihr habt ja heute auch einfach die wilde Auswahl. Ne? Also es ist ja wirklich... ihr könnt ja im Grunde gucken, was ihr wollt. So viele Spiele werden übertragen. Das ist ein nettes Bild. Also eigentlich wird gar nicht so viel übertragen heute. Sind die schon durch? Also gar nichts eigentlich. Ehrlich gesagt sind wir die einzigen, die euch kaum schon. Sind die schon durch oder was? Es war kein anderer da. Außer im Adventskampf hat Chatter gecastet. Das war so ein Raptor. Sonst hat castet heute keiner. Das sind nur wir. Gut. Ihr habt gar nicht so viel Auswahl. Ihr habt nur uns. Und das ist auch schön. Hast du jetzt wieder die Carsten alle? Hä? Hast du wieder die Carsten alle jetzt? Ich dachte, ich lese hier die ganze Zeit mit den Leuten. Hast du mit dem Adventscup waren drei Caster unterwegs Advent, mindestens. Aber das war's. Hier bei dem Cup kein einziger. Das ist schade. Was Scorpi spielt selbst? Er hat ja selber gerade Spiel hier. Ja. Von der Katze. Und BMW ist unterwegs. Der ist nicht in der Nähe. Prisma weiß ich nicht. Second Director weiß ich nicht. Okay. Hier, so kann es gehen, ne? Soap gegen Yannis. So kann es gehen. So ist es manchmal. Also der war ja viel zu weit weg, aber das war ja so genau auf Position geschossen. Was? Eben gerade, sah komisch aus. Der war aber ganz weit da hinten. Was meinst du denn? Ich zeig dir das. Feuer gegen Lucky Lucky. Ich hab gar nicht gesehen, dass Hauptwerk geschossen hat. Vielleicht war ich lost. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, auch mal möglich, oder? Auch das ist möglich. Es soll alles gehen. Und was denkst du, Bene? Für wen wird das hier ausgehen? Die Map oder die Runde? Das Spiel. Taube. Ja. Das Ding. Ich gehe aktuell auch davon aus. Aber die Jungs, die haben eben bei Ray haben geile Aktionen gehabt. Ja? Geile Dinger hier gespielt. Die Pushs auf Bank, köstlich, muss ich sagen. Das war Weltklasse Gameplay, richtig geil, ich liebe das. Auch hier gibt es Runden, wo sie nah dran sind, aber Taube spielt es halt einfach konstanter. Oder hat es in der Def konstanter gespielt? Jetzt in dem Angriff sind sie wieder ein bisschen am Choken. Ja, schießt wieder 4 gegen 3. Für Jungs von Skittles bei Ray. Ja, die Wand ist immer noch nicht offen und. Die wird wohl auch nicht aufgehen. Und Daniel King gegen Gio hier mit dem C4, 2 gegen 4, also auch die Runde werden sich die Jungs von Skittles bei Rage machen. Da unten auf den Stairs wartet schon einer, Destroyer ist raus, 1 gegen 4. Komm doch hoch, komm doch hoch, komm doch hoch, komm doch hoch. Ja, jetzt steht hier alleine, Candela. Ja, dann move da um, er wird aber jetzt... Ja, er pusht ihn an, muss er, ja gut, er muss auf Frag gehen, was soll er machen? Was soll er machen, dann zieht er noch raus da wahrscheinlich, ja. Soap ist raus, 1 gegen 3. Shitty. Aber 15 Sekunden... Das Ding ist durch.
da gibt's nichts zu wollen. Ja, das ja, war's. Stigma holt ihn sich hier raus. Also 5 zu 3, Freunde. Da tun die Jungs von Skittles by Ray nochmal nachlegen. Und die Jungs von Taube kommen mit ihrer Angriffsstrat aktuell nicht auf Spot. Kommen nicht auf Spot. Und dementsprechend kommen sie auch nicht ja, dazu, irgendwie rein zu hustlen. Nicht wahr? So ist das. Oh, Raptor, vielen Dank für dein Hosting. Dankeschön. Mein Gutster, mein Liebster. Rabbity Raptors. So, jetzt müsste gleich eigentlich... Ja, und jetzt ändern sie es auch ein bisschen, weil sie nehmen nämlich jetzt Thatcher mit. Jetzt müsste es gleich wahrscheinlich kurz sein können. Attackers need to locate and defuse bombs. So, ich will nur kurz sagen, was ich meinte. Ah, du musst auf den anderen Punkt der Mitte. Das Gefühl habe ich auch. Ja, gut. Guck mal auf die Stats hier. SF mit 7, Soap mit 5, Daniel King mit 5, Lucky Lucky 2, Stigma 2, Gaia mit 11, Destroyer 5, Yannis und Chili jeweils 7 und Chio mit 4. Attackers have recovered their diffuser. Attackers are moving to defuse a bomb. So, wir hüpfen in die Attack. Kurz, aber. So. Nee, das war ich nicht verstanden, muss man gleich erklären. Ja, ja. Oh, Destroyer. Holt sich so. Hier die Kamera raus, aber wie? Da hängt an der Stromplatte dran. Da. Jetzt wollen sie aber ran hier. Lass Miranda und da so, kommt ne? Auf die Nade und die tut weh wahrscheinlich, ja? Nee, da fängt er einfach ab. Ganz trocken. Guck mal. Oh, lul. Oh, jetzt wollen sie aber bearbeiten. Ja, wie gesagt, das sind diese kleinen Dinger, wo sie aktuell halt einfach nicht zu Potte kommen. Sie kriegen da die Wände nicht auf. Das ist... Zwei Schritte vor, ein zurück. So spielt Taube Rainbow Six Aber Siege. 3-5 Grad, ne? Also müssen sie langsam nochmal reinhalten. Ja, Lucky Lucky gönnt sich hier Chio. Chio als Entry-Frag hat sich bisher immer gut bewiesen. Ist auf jeden Fall schlimmer. Chili holt Lucky Lucky. 4-3. Aber 50 Sekunden auf der Uhr, das ist... Ja, nimmt er ihn noch raus, ist teuer gegen Stigma. Gezogen, kannst du aber hochziehen, der Doc? Nö. Destroyer sagt nein. Und das jetzt ist auch ja. Der Shitty noch mit dem letzten Track so am mit 3 zu 6. SF. Jetzt, 3, 6, haben, jetzt haben wir Matchbälle. Matchbälle, Belly, Belly, Belly. Matchbälliger Ball, Balls of Steel. Balls of what? Balls of Chocolate. Chocolate Dreams. Oder wie ist das noch? Wie sie. Fass mich nicht an, ich bin voll mit Jokri. Ich bin voll mit Jokri.
Von den Simpsons? Der kleine Bayer, der ist auch immer gut gewesen. Nicht hart, gut, voll mit Chokri. Nein, wie heißt der? Der Günther. Nicht Günther. Ach, fällt's gerade nicht ein. Großartig. Wird das jetzt die letzte Runde sein, die wir sehen? Oder dreht hier Skittles noch weiter auf? Nein. Das ist nicht die letzte Runde, die wir sehen. Du weißt was, was ich nicht weiß. Nee. Du predictest. Ich muss immer gegen dich predicten. Also ist das wohl die letzte Runde. Ich kenn doch die Täubchen. Da ist doch nochmal ein Choke Real, Alter. Meinst du, die werden jetzt nochmal geholt, oder was? Nee, aber die gehen noch eine Runde ab. Bomb located by attackers. Wenn das Spiel schon gewinnen, da gehe ich von aus, aber die werden... Noch eine Runde abgeben. Joa, ich sag, weil ich immer gegen das stimme, was du sagst, ich denke, sie gewinnen. Jetzt. Vielleicht dann ist nämlich egal. Dann ist nämlich falsch. Skittles bei Ray rasiert, dann mach ich rein. Ja klar, aber trotzdem hätten sie gewonnen. Aber, dann haben wir übrigens immer recht. Game Catering hat immer recht. Dann, gut, oder? Ja, wenn du bei einer 50-50 Decision jeder für eins ist, dann ist gut, automatisch immer richtig. Mal schlau. Das Kabel geht da komisch durch das Holz. Das ist aber das Superkabel. Das Superkalifragilistische Superkabel. Das wird's wahrscheinlich sein. Superkalifragilistisch Extrialigetisch. Die Poppins, da kommt jetzt auch ein Film raus. Das ist cool. Nach der Zeit. Wie nach der Zeit? Spielt nach dem Film sozusagen. Ja, cool, Alter. Schau dabei. Mhm. Wenn ihr es nicht gesehen habt, die Kinder von damals sind so jetzt erwachsen und dann gibt's deren Kinder. Ja, oder cool. So. Mhm. Da gibt's ja noch Mary Poppins. Mhm. Auch Lul. Die ist eine Hexe, die gibt's noch lange. Nee, das kann nichts. Sie kann fliegen. Nein, nur mit Schirm. Nur mit. Achso. Entschuldigung, Schirm entweder, ist eine Hexe. Entweder bist du informiert oder nicht. So. Das hier ist ja mal wieder so ein typisches Gaia-Ding. Der sucht sich nämlich jetzt da einfach einen, den er da wegladen kann. Und wenn er da einen findet, dann findet er aber nicht. Oh. Ein typisches Gaia-Ding, wenn er einen wegladen kann. Ja, Rope. Ja, aber da hinten sitzt halt noch einer, ne? Ich weiß nicht, ob du den. Dead Rocks. Let's go, Ray. Comeback, ja. SF gegen Gaia. Wir wollen es alle sehen. Das wäre stark. Sieht ja auch ganz gut aus. Ja. Und er hat, glaube ich, auch getroffen, ne? Oh, Chio gegen Stigma hier. Ja. Da war er auch ein bisschen gekriegt, oder? Soap hier gegen Shitty mit dem C4. Gucken wir mal, ob vielleicht hier noch am Laufen wird, Freunde. Ah, sie stehen da unten drin mit ihren. Mit ihren vier People. Pipa People. Ja. Sieht ganz gut aus für die Jungs von Skittles by Ray. Ich mag übrigens Skittles. Mhm. Kennst du Skittles überhaupt? Mhm. Aber auch das ist ja der pure Zucker. Die stehen ja auch nur aus Zucker. Die stehen nur aus leckeren Köstlichkeiten. Ja, das ist schon richtig. Aus sehr leckerem Zucker. Ja, 20 Sekunden. Huch, Entschuldigung. Auch hier haben die Jungs muss ran. Time Problem. Du hast, glaube ich, recht. Du hast einfach recht mit deiner Prediction. Jo, Janis gegen Lucky Lucky. Jetzt wird hier doch geplantet. Da kommt er dann rein, kriegt aber keine Vision. Babababab, Triple Frag aus die Maus, Käsebrot. 4-6. Du hast recht. Du kennst Taube sehr gut. Sie haben die Runde über Grab gegeben. Ja, also, die gehen nochmal richtig nach vorne hier. Skittles. Komm mal in mein alter Mensch. Ob ich dein Alter erlebe, kann ich noch nicht sagen. Das stimmt. Das unterschreibe ich. Ob ich dich jemals einhole. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon unterschreiben, dass es nicht der Fall wird. Sei denn, ich sterbe morgen und dann in 3 Jahren vielleicht. Zwei.
Ich habe im Januar mit 33. 33. Auch im Januar? Nicht im Januar, aber... Merkst du was? Kannst du mir erst mal die Tage aufzählen? Willst du mir ein Geschenk kaufen? Zu meinem Geburtstag steht gerne ein Porsche. Kriegst du. In so groß. Oder, ich habe gesehen, es gibt sogar Sportingcar und sowas für Kinder. Porsche, Ding Mercedes oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was du damit sollst, aber einen Porsche hast du bekommen. Kannst dich jetzt nachher nicht beschweren. Nö. Gab keinen Porsche, doch gab's. Ich hab dich doch recht gut nachgemacht. Andi, löschen! Stream stoppen. Jetzt ist Schluss. Genau, aus die Maus. Ja, lol. Hast du das gesehen? Sekunden, Millisekunde schon wieder. Einfach mal Prediction Shot und dann fährt das Vieh da lang. Das Vieh. Die Drohne. Fieser Fettsack. Auch die Filme muss ich mal wieder gucken. Oh, Austin Powers. Austin Powers. Charby Bolstein. Der Typ, der einfach alles macht. Gar nicht schlecht. Mhm. Auch vom Mittel her. Diese Kamera. Diese Kamera. La Kamera. Kamera. La Medvalovic. Meinst du diese Kamera? Let's go, der Hase. Der saftige Hase. Babu. Und weg. Ich hasse Ibana. Ich kann ihn nicht spielen. Ich hasse diese Waffe. Oh ja, das hat er so nicht gewollt, Leute. Oh. Hat er so gewollt. Damit er nämlich noch wieder rankommt. Ja, mein. Da ist jetzt das, was er will. Ach, schade. Oh. Ja. Das war aber genau das, was er will. Das ist genau sein Ding. Du kennst dich mit Dingen aus. Das hier, was er auf da jetzt auf der Waffe hat, ist übrigens ein Go4-Winner-Charm. Dieser Pokal. Das auch mal gesehen hast. Oh. Das ist schon krass, dass deine Liga so groß ist, dass das Spiele dir Ingame-Zeug basteln. Ja. Hast alles richtig aber gemacht. Aber ich muss sagen, dass für ein Go4-Win, Manns League, kriegst du das Goldene. Hübsch ist es nicht. Ne? Muddel, danke für dein Hosting. Hübsch ist es nicht. So nee, aber es ist trotzdem, ich find's abgefahren halt einfach, ne? 1,35. Meinst du, irgendwann gibt's mal einen Löwen da dran? Du wirst lachen, aber genau das habe ich mir gestern vorgestellt. Nicer Boy, so, danke auch für dein Hosting. Oh, Doppelfrag hier von den hier übrigens von Team Skittles bei Ray. Auch die Runde wird Taube abgeben. Heftig, ne? Geht es jetzt doch noch in eine Verlängerung in die dritte Map? Also, ich spiel's doch gerade ganz komisch. Also, zwei, drei Entry-Punkte, keiner weiß genau, was los ist. Jetzt geht er dann doch über den Sport Soap, sagt nö. Ja, so, das ist, ja. Aber wieso? Eine Minute jetzt noch von der Zeit her passt noch, aber ich meine, du musst jetzt noch fünf Leute umnieten. Ja. Am besten mal drei davon mal mindestens, damit du in Ruhe blenden kannst. Lucky, Lucky gegen Chio und dann jetzt musst du halt alleine halt auch machen. Eins. Und Shitty ist oft der Letzte, der stehen bleibt, habe ich das Gefühl. Den sehen wir oft zum Schluss zu. Oh, das war ein schönes Ding. Das war ein richtig schönes Ding. Ja, aber 30 Sekunden. Nö. Da wird nichts gehen. Hat der deinen eigenen Smoke drin, der Gegner? Ja, kann man machen. Riecht halt komisch. Ja, da kann er nichts machen. Nee. Stigma kommt rum und sagt nö. Jetzt will ich mal sehen, was für ein schönes Ding war. Ich habe ja hier mal gerade ein Replay. Ich mach den mal, das können wir auch noch kurz sehen. Na gut, er wusste schon, wo er ist, mit seiner pinken Waffe. So, ich mach mal kurz ein Replay an, mal ganz kurz gucken. Geh da raus und jetzt direkt um die Ecke einfach plupp, ne? Ha, durch die Wand durch. Auch das ist ganz nett. Kurz gesehen und den Rest durch die Wand erledigt. Jetzt muss ich ganz, hat mir eigentlich fett Replay stehen wenigstens. Ja, oben rechts, cool. Alles gekümmert. Saftig! Sehr cool. I like. Custom Inspection Supply Room. Also wir hätten schon drei, vier letzte Runden sehen können. Hat sich Taube gedacht? Nö. Vor allem, wenn sie jetzt noch eine Runde holen, gehen wir in die Verlängerung. Und wenn sie die Map holen, gehen wir in den dritten Map. Ja. So die Regeln. Und Regeln sind nun mal da.
um gehalten zu werden. Sollte er auf nichts anspielen. Mal sehen, was hier draus wird. Also, es ist, ja, ein langes Match. Aber komisch, ne? Ja, aus Taube ist unnötig. Wir haben jetzt einen Role Change, ne? Ja. Nee, erst nach, und nach der übernächsten Runde auch erst, ne? Schon wieder diese, schon wieder nach 10 Runden gedacht. Aber nein, es ist ja jetzt nach 12, also nach 13 Runden. Ja, Taube wird sich da jetzt ärgern, weil das halt wieder unnötig ist. Ne? Du spielst ja schön runter, du hast dann auch deine Matchbälle und dann chokst du da die einen zurecht. Aber es spielt auch gerade einfach Skittles bei Ray richtig gut. Gar keine Frage. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Die verdienen aber sich die Runden gerade. Die Attacks laufen einfach nicht so, wie sie laufen sollen, weil ich ja weiß, wie sie laufen sollen. Das ist ja das Witzige an der Geschichte. Und ich kann dir sagen, dass die Attacks einfach gerade nicht laufen, wie sie sollen. Und damit können sie nicht zufrieden sein. Wenn sie denn die Attacks spielen. Theo holt sie erstmal Stick. Ja, jetzt geht das wieder auch auf. Jetzt sind sie auch zwei Schritte weiter, aber die ist wichtig. Weil genau das hatten sie eben schon mal probiert, hat es halt nicht funktioniert. Dementsprechend hatten sie dann die Wand nicht offen, haben dann da den Pressure nicht drücken können, also den Druck nicht aufbauen können. Das können sie aber jetzt über den Spot, das wollte er glaube ich nicht. Ich glaube, die sagt ist auch weg. Komm, Arschlecken, ja, guck ich gar nicht mehr nach. Ne? So, und jetzt arbeiten sie da aber gar nicht weiter an dem Punkt, sondern schieben da ja um. Vor allem so lang gezielt und dann noch verschossen. Und hier auch. Kann man machen. Ja, aber man muss halt immer bedenken, in welcher Geschwindigkeit die da rein. Das ist schon richtig. Das ist schon die erste war da schon lustiger, weil er so lange gezielt hat. Ja, weil das da ist, das ist Kotzen. Ja, klar, das ist nicht mehr mein. Da komme ich das nicht mehr drauf. Sind wir drauf schon klar. Raus. Ja, sind wir schon lange raus. Schon lange raus. Egal wo, hier wollen wir runter. Na schön. Chili droht vor, Gaia erledigt ihn. Ja, das sieht jetzt nach einer ziemlich guten Runde aus. Jetzt sieht es danach aus. Und wenn sie die jetzt auch holen, ist es auch rum. Dann ist es auch rum. Dann gibt es keine Verlängerung. Aber sie stehen halt so kurz vor einer Verlängerung. Müssen aufpassen. Wir will auch gucken, was unter ihm so los ist. Der Chio will wissen, was da los ist. Der muss das sehen, sagt er sich. Oh, Chili holt Luki. Ja, jetzt sieht's, richtig sieht gut aus. Sieht gut aus, es könnte passieren, das ist jetzt hier. Oh, was meine da? Guck mal. Das darf nicht wahr sein. Oh, da hat er sich jetzt auch gehasst für, glaube ich. Ach du Scheiße. Darauf kommt er jetzt nicht klar. Da hat er wenigstens noch geholt. Gezogen. Aber guck mal, wie viel er jetzt verloren hat. Er wollte es jetzt, cool machen, aber er hätte ihn doch einfach in den Kopf schießen können. Der wäre ganz schnell rum gewesen. Ja. Kannst du da mal auf den Replay-Button drücken, bitte? Ah, ich glaube, das kriegen wir vielleicht noch drauf. Das Spiel ist rum, Freunde. Taube eSports gewinnt hier mit 2-0 nach Maps. 5-7 hier auf der Map. Das Ding ist damit durch. GG an beide Teams. Auf jeden Fall. Jetzt das wollen wir nochmal ganz kurz im Replay gucken, ob wir es noch drauf kriegen. Gucken da nochmal rein. Also nee, es war schon zu spät, schade. War natürlich lustig, schade, leider nicht mehr drauf. Aber wir verabschieden uns auch hier für heute. Das war jetzt der GBW Cup, Cover Me Up Cup. Ja. Da geht's nächstes Jahr weiter. Das hört sich hart an, ne? Aber 5. ja. und 6. Ja, ja. Nächstes Jahr ist ja nicht mehr lang hin. Nächstes Jahr ist nicht mehr lang hin. Nee. Wir wünschen euch für heute Abend erstmal alles Gute. Wir hauen uns jetzt auch erstmal hin. Und dann geht's weiter. Wann? Mittwoch sehen wir uns, ne? Ja, weil wir uns am Montag nicht sehen. Ja, am Mittwoch sehen wir uns nicht. Am Mittwoch habe ich nämlich Weihnachtsfeier mit der Firma. Ja, dann sollten wir uns vielleicht doch Montag sehen. Nee, Montag kann ich nicht. Ey, dann sehen wir uns Donnerstag, einfach. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir sehen uns jetzt erstmal dann ein paar Tage nicht. Der Andi und der Bene lassen mal die Lämpchen aus. Beziehungsweise vielleicht ist einer von uns extrem geil auf Streaming. Dann kann es auch passieren, dass wir mal alleine streamen. Aber
Ich würde sagen, bis Mittwoch, also Mittwoch werden wir safe gar nichts machen, weiß nicht, ob du dann willst, aber ich bin aber Donnerstag nicht da. Haben wir safe beide Urlaub. Donnerstag haben wir safe beide Urlaub, da könnte man theoretisch auch mal über so einen Daystream nachdenken, so all night long. Mittags oder mal vormittags, mal sehen, was da so passiert. Wir sehen uns auf jeden Fall kommende Woche, haut ihr erstmal rein, das ist der Bene, ich bin der Andi, wir sind Game Catering und wir sehen uns kommende Woche, wir freuen uns auf euch, Küsschen haut rein. Auf eure fucking Nüsschen. Mua, mua. We'll be right back.